Herzlich willkommen zu diesem Let's Play von UFO Enemy Unknown oder UFO Enemy Unknown. Es wird wahrscheinlich im Verlauf des Spiels mal wieder mal so ein bisschen Deutsch und Englisch gemischt werden. Oder XCOM UFO Defense, wie es in Nordamerika hieß. So ein Spiel bisschen, wo die Namen im Laufe der Zeit ein bisschen durcheinander gemischt wurden. Inzwischen ist die Reihe hauptsächlich unter der XCOM, ja, unter dem XCOM-Namen bekannt. Vor allem die neueren Spiele XCOM Enemy Unknown, was vor einigen Jahren kam, und XCOM 2, was jetzt bald erscheint, wo ich mich auch schon sehr drauf freue und auch ein Let's Play plane. Aber hier soll es halt um das Original von 1994 gehen. Lange, lange ist es her. Ich nenne das Spiel, glaube ich, jetzt mal einfach XCOM Enemy Unknown. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Wahrscheinlich werde ich es mal wieder mal wechseln. Es ist eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten, das ich nie gespielt habe. Es klingt ein bisschen verwirrend. Es ist so, dass ich den Nachfolger XCOM Terror from the Deep sehr viel und sehr gerne gespielt habe. Und ich habe das Original, das erste halt, UFO Defense oder XCOM Enemy Unknown, nie richtig gespielt. Allerdings sind die Spiele inhaltlich sehr, 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 sehr ähnlich. Es gibt schon natürlich ein paar Gameplay-Änderungen und gerade der Nachfolger Terror from the Deep gilt als der wesentlich schwerere Teil. Aber das habe ich halt nie gespielt und jetzt als Vorbereitung auf XCOM 2 freue ich mich da sehr drauf, das nochmal zu spielen. Ich spiele, wie es hier steht, Open XCOM. Das kennen einige vielleicht, einige auch nicht. Open XCOM ist von Fans so eine Art Fan-Patch-Mod-Mischerei und man kann eine Menge Sachen einstellen. Was vor allem mit dabei ist, ist erstmal der Patch 1.4, der letzte offizielle Patch ist, der eine Menge Sachen korrigiert hat. Open XCOM behebt des Weiteren auch noch eine Menge anderer Probleme, Bugs. Den Difficulty-Bug, der sehr berühmt war damals, zum Beispiel, dass im Spielverlauf immer automatisch auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad zurückgeschaltet wurde. Das behebt einige Probleme mit modernen Rechnern und es gibt ein paar Grafikmöglichkeiten. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Zum Beispiel kann man hier verschiedene Grafikfilter einstellen, die dann das ein bisschen hübscher machen. Man kann an der Einstellung, an der Auflösung eine Menge umschalten. Und das habe ich hauptsächlich genutzt. Ich will halt eine hohe Auflösung haben. Ich habe ein bisschen, weil ich einen großen Monitor habe, kann ich mehr vom Monitor nutzen. Das zeige ich euch gleich im Spiel. Mit diesen 1,5-fachen Skalierung. Da sieht man ein bisschen mehr. Und noch viele andere Sachen. Das sind die Sachen, die ich nutze. Mir ging es halt nur ein bisschen um die Technik, dass das gut läuft. Aber inhaltlich habe ich nur eine Sache geändert, die erkläre ich euch gleich. Aber ansonsten inhaltlich nichts geändert, weil ich will die Originalspielerfahrung. Und ich habe auch von den Display-Filtern einen gewählt, der so aussieht wie das Original. Das ist halt schön dieser Pixel-Look ist, den ich mag. Da hat sich also nichts dran geändert. Hier bei Advanced sieht man schon, man kann eine Menge umstellen. In der Open XCOM, wenn man das gerne möchte, sich praktisch selber einen Schwierigkeitsgrad erschaffen. Na, man kann die Aliens aggressiver machen. Man kann sneaky machen. Man kann Leute im Feld befördern, anstatt nur am Ende der Mission. Man kann Sachen aus Terror from the Deep übernehmen und. Das ist alles bei XCOM, bei Open XCOM mit dabei. Aber das lasse ich alles auf Originalzustand. Außer eine Sache, die ich gleich erklären werde. Und es gibt noch ein paar Mods, die man auch noch mit einbauen kann. Open XCOM ist aber jetzt nicht so, dass es einfach das Spiel ist. Man muss das Originalspiel schon besitzen und dann kann man Open XCOM praktisch drüber patchen. Und dann hat man das. So, viel mehr gibt es gar nicht zu sagen. Ich fange jetzt mal ein neues Spiel an. Ich habe einmal ein Spiel gestartet, um was zu testen. Ansonsten gehe ich da ziemlich, ja, unbedarft dran. Und das galt damals schon als schweres Spiel, 1994. Und ist bestimmt nicht leichter geworden. Mal gucken, wie wir uns schlagen in einem New Game. Man kann hier aus 5 verschiedenen Schwierigkeitsgraden wählen. Beginner. Und der zweite heißt schon Erfahren. Dann Veteran, Genius und Superhuman. Und es gibt auch wieder den Iron Man Modus, wo man nicht speichern kann. Weil es gerade im Twitch-Chat gefragt wird, ich habe es für 5 Euro auf Steam gekauft. Und ja, man kriegt es manchmal woanders noch günstiger, aber es passt schon so. Traue ich mich an Veteran? Ich nehme mal Veteran. Ich glaube, es könnte eine schwierige Entscheidung werden. Ob es eine gute Entscheidung ist, bin ich noch nicht ganz sicher. Aber ich probiere es einfach mal. Iron Man lassen wir nochmal aus an dieser Stelle. Und dann fängt man hier schon an. So, ich habe, ja, das ist jetzt die Weltkugel.
die man hier hat. Mit der mittleren Maustaste kann ich die so drehen. Und das Erste, womit man anfängt, ist, dass man sich überlegt, wo auf dieser Weltkugel man seine Basis aufstellt. Gerade am Anfang werde ich jetzt noch ein paar Sachen zu dem Spiel sagen, im späteren Spielverlauf nicht mehr so viel, um auch ja, Leuten, die das Spiel nicht kennen, das ein bisschen schmackhaft zu machen und ein bisschen zu erklären. Gibt natürlich auch unter euch, habe ich schon im Twitch-Chat gesehen und auch jetzt werde ich auf YouTube das sehen, einige Fans, weil es einfach ein fantastisches Spiel ist, kann man nicht anders sagen, was im Laufe der Zeit immer mehr Fans auch gewonnen hat und gerade natürlich auch wieder mal Interesse geweckt wurde durch die Nachfolger, die jetzt erschienen sind und auch sehr, sehr gut sind. Deswegen werde ich mal wieder ein paar Sachen erklären. Man spielt also auf dieser Weltkugel und das Szenario ist im Prinzip folgendes. Es spielt im Jahre 1999, das sieht man hier, auch hier, genau. Im Jahre 1998 wurde diese XCOM gegründet, das ist halt eine Eliteeinheit, eine Organisation, die die Welt gegen Aliens wappnen soll. Es wurde halt kurz vorher entdeckt, dass Aliens die Erde besuchen. Und das wird im Spielverlauf regelmäßig passieren. Es werden UFOs auf der Welt hier rumfliegen, sie werden Basen gründen, sie werden Angriffe machen und, und. Das wird man im Spielverlauf genau sehen. Und ich wehre die Aliens ab, indem ich Basen auf dieser Weltkugel verteile. Am Anfang kann ich eine Basis irgendwo hinstellen und man sieht hier schon in diesen konzentrischen Kreisen, dass die Basis immer einen gewissen Einzugsbereich hat. Das sind verschiedene Kreise, weil es verschiedene Möglichkeiten gibt, UFOs aufzuspüren. Der kleinste Kreis ist dieser Startkreis. Wenn ich eine Basis gründe, habe ich einen kleinen Radar und in diesem Radarradius kann ich UFOs entdecken. Und nachher wird dieser Radar erforscht und verbessert und dann habe ich große Radien. Also man sieht auch jetzt schon, man kann nicht die gesamte Welt abdecken, sondern man braucht später mehrere Basen verteilt auf der Weltkugel, um tatsächlich die ganze Welt im Idealfall beschützen zu können. Es wird gerade gefragt, ob ich das Intro noch zeige. Das Intro habe ich als eigenes Video auf YouTube schon hochgeladen. Das zeige ich hier jetzt nicht nochmal. Das steht auf meinem YouTube-Kanal Martin spielt bereit. Einfach mal reinschauen, da habe ich das Original-Intro gerade eben hochgeladen. Einfach mal reingucken. Genau, also man gründet diese Basen. Und was ich gerade erklärt habe, dieses mit den Basen irgendwo hinstellen und Länder beschützen, ist jetzt nicht nur Selbstzweck, weil man halt irgendwie gerne Länder beschützt und die Menschheit retten möchte, sondern es ist in diesem Spiel so, man sieht es hier schon, man fängt an mit einem Budget von knapp 6 Millionen Dollar und das Spiel ist auch extrem wichtig, dass man alles, was man hat und alles, was man baut, die neuen Basen, neue Einrichtungen, neue Waffen und Rekruten und Flugzeuge und so weiter, es kostet alles Geld, nicht nur im Anschaffungspreis, sondern auch im Unterhalt und Geld bekommt man einerseits durch erbeutete Gegenstände, die man verkaufen kann und sowas in der Richtung, aber man bekommt auch eine Menge Geld durch die Länder. Das ist so ein bisschen, die Nationen der Welt haben sich zusammengeschlossen, um halt die XCOM zu unterstützen und bezahlen monatlich Geld, ja, unterstützen das halt mit monatlichen Zahlungen. Das Problem ist, wenn ich Länder nicht beschützen kann, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine Basis habe und dann landen die Aliens ständig in Südamerika oder Nordamerika, überfallen diese Länder, dann denken die sich irgendwann, hey, ich bezahle jeden Monat gutes Geld an die XCOM, die beschützt mich aber gar nicht und dann bezahlen die mir jeden Monat weniger Geld. Bis es vielleicht irgendwann so ist, dass ich gar kein Geld mehr von Ländern bekomme, die ich halt dauerhaft nicht beschützen kann. Deswegen ist gerade dieses Platzieren der Basen eine wichtige Sache. Ich habe ein paar Sachen mich im Vorfeld informiert, nicht wirklich viel, aber eine Sache ist tatsächlich der Basisbau. Es gibt zwei Idealvarianten. Die USA sind das Land, was am meisten bezahlt, als einzelnes Land gesehen. Allerdings, wenn ich hier eine Basis platziere, kann ich auch nicht viel mehr als die USA und vielleicht hier oben ein bisschen Kanada, hier unten Südamerika und so ein bisschen beschützen. Wenn ich hier eine Basis platziere, habe ich halt relativ viele Länder, die ich gleichzeitig beschützen kann, die zusammen addiert auch nicht so schlecht sind. Aber mir halt nicht zusammen gerade mal so viel wie die USA geben. Also das ist einfach Geschmackssache. USA oder Europa läuft dann halt. So. Ich werde jetzt mal überlegen, wo ich meine Basis hinstelle. Ich überlege gerade mal hier oben USA, Kanada. Das sind immerhin zwei Länder. Und dann komme ich hier unten, wenn ich das hier so im New Yorker Raum hinstelle, vielleicht Los Angeles, Vancouver, Mexiko. Und dann oben Kolumbien, hat man eben gesehen. Bogota ist Kolumbien. Oder nach Europa. Ich fange einfach mal hier oben an. So, dann habe ich Teile von USA, Kanada und Mexiko
Oder doch Europa? Dann habe ich Nordafrika noch im Blick. Machen wir es. Ich fang Europa an, so ein bisschen. Ich stelle jetzt einfach mal ein Ziel hin und dann decke ich mit dem kleinen Radar schon ganz UK auch mit ab, Nordamerika und ein bisschen von Russland. Kann da auch helfen. Das finde ich gar nicht so schlecht. So, mit dem kleinen Radar schon setze ich das hier so hin. Zack. Base Name: Martin Superbase. Da geht nicht. Superbad. Dann hat Martin Superbad. Wenn Superbase nicht geht. Schade. Und eine Änderung, das ist die einzige Änderung, die einzige Gameplay-Änderung, die ich mit OpenXCom eingestellt habe, ist, man kriegt eigentlich eine Basis vorgesetzt. Die ist dann schon fertig konstruiert. Die ist aus, man kann in seiner Basis oder in den verschiedenen Basen auch von Aliens angegriffen werden. Und die Originalbasis, die man vorgesetzt bekommt, ist aus verteidigungstechnischen Gründen eine Katastrophe. Und man kann, und das hat man auch früher gemacht, dann, wenn man einen der höheren Schwierigkeitsgrade wählt, hat man oft die komplette Startbasis abgerissen und neu aufgebaut oder Teile der Startbasis abgerissen. Das ist mir ein bisschen zu aufwendig, finde ich ein bisschen blöd. Deswegen ist die einzige Änderung, die ich gemacht habe, dass ich meine Startbasis selber baue, anstatt die vorgesetzt zu bekommen. Jetzt gibt es immer einen Access Lift, also einen Zugangslift, weil die Basis unterirdisch ist. Den setze ich dann hier hin. Und dann kann ich drei Hangars hier platzieren. Das sind halt dann, wo meine Flieger starten. Man sieht hier schon, das ist ein Abfangjäger und das ist ein Truppentransporter. Und wenn nachher die Basis überfallen wird, können die Aliens nur im Hangar landen. Normalerweise, es gibt manchmal auch Ausnahmen und Bugs, aber normalerweise kommen die entweder durch den Zugangslift in die Basis oder durch den Hangar. Und deswegen ist es ideal, wenn man die Basis so baut, dass dann nicht die ganze Basis auf einmal überrannt werden kann, sondern man schafft so künstliche Engstellen. Das macht man später bei den Basen auf anderen Teilen der Welt auch. Und meine erste Basis, mich regt das einfach auf, wenn ich eine Basis habe und die sieht einfach scheiße aus. Weißt du, das ärgert mich einfach zu sehr. Deswegen fange ich hier an, mal die selber aufzubauen. So. Jetzt habe ich dann hier die verschiedenen Einheiten. Nachher wird es auch ein bisschen anders aussehen. General Store, das Lagerhaus und das Laboratorium. So, jetzt kann ich mal in die Basis gehen. Go to Base. Also, jetzt habe ich die Basis hier hingebaut und jetzt kommen die Aliens halt. Nachher benutze ich auch die anderen Felder in der Basis noch. Und wenn die Aliens dann halt hier landen, habe ich dann hier, wenn ich dann hier hinten die Basis ausbaue in die Richtung, müssen sie durch so Engstellen und sind halt nicht überall in der Basis, schießen mir die ganze Basis klumpig und killen alle meine Leute. Und das will ich halt natürlich nicht. So, ich will erstmal Geoscape. Geoscape heißt diese große Karten an sich. Und es gibt noch Battlescape, das ist dann die taktische Ansicht, wenn ich kämpfe, das werden wir natürlich auch gleich noch sehen. Nun gut, also die Zeit läuft hier immer ab, man kann das in verschiedenen Stufen immer laufen lassen. 5 Sekunden ist halt praktisch fast eine Pause. Ja. So, jetzt kann ich mir erstmal in die Basis gucken. Wie gesagt, ich bin da sehr unbedarft in dem Spiel noch. Ich weiß ein paar Sachen, aber ich muss mich da auch erst wieder reinspielen. Vielleicht gar nicht so gut, dass ich als Veteran angefangen habe, aber das kriegen wir alles schon hin. Man kann sich ein paar Sachen angucken, solche Graphen. Da sieht man die UFO-Aktivitäten in verschiedenen Gebieten. Das ist natürlich am Anfang noch nicht viel los. Da kann man mal gucken, wie viele UFOs sind denn in Nordamerika unterwegs. Und wenn das halt sehr stark ansteigt, muss ich vielleicht meine nächste Basis dahin bringen. Dann kann ich jetzt nach Ländern sortieren. XCOM aktiv, wo bin ich unterwegs? Okay. Wie viel Einkommen habe ich? Meine Finanzen und wieder in die Geoscape. Mein Funding, da sieht man es hier mal. Guck, also USA zahlt $775.000 Dollar pro Monat. Das hat sich natürlich nicht geändert im ersten Monat. Und dann gibt es noch die Russen und Großbritannien und Frankreich und Deutschland. Aber man sieht schon, gerade Frankreich, Deutschland. Wenn man jetzt Frankreich und Deutschland nimmt, zahlen die schon zusammen so viel wie die USA. Und dann komme ich jetzt noch mit UK eigentlich mit rein. Also Großbritannien, Teile von Russland, Italien, Spanien. Ich glaube, das war eine ganz gute Entscheidung, das da unten zu machen. Finde ich jetzt nicht so verkehrt. Und ich gucke noch in die Basis, ob ich jetzt schon irgendwas machen kann. Das Spiel ist halt wirklich hart, schwer, fies, gemein. Und deswegen muss man eigentlich sehr optimal spielen. Ich versuche gleich mal das alles zu machen. Wenn ich irgendwo hinklicke, wo Einheiten von mir sind, dann zeigt das mir halt an. In diesem Fall sind drei Flugeinheiten hier. Mein Sky Ranger, was der Truppentransporter ist, der hat halt keine Waffen, 8 Crewmitglieder. HVPs sind so eine Art ferngesteuerte Einheiten, so Roboter, so Panzer, so in der Richtung, so ferngesteuerte Droiden.
Dann habe ich zwei Interceptors, zwei Abfangjäger, die haben aber zwei Waffen. Was haben die denn für Waffen? Ups. Nein, ich will gar nicht. Ich wollte mir die angucken. So. Ah, okay, ich kann mir die hier angucken. Facility in use. Equip Craft, ah, das wollte ich machen, genau. Ich habe jetzt praktisch hier solche Interceptor, kann ich mir mal angucken, was hat denn der? Stingray ist eine Waffe, ist eine Rakete, 6 Raketen dabei, kann ich die irgendwie auswählen? Ah, ich kann die Bewaffnung ändern. Da will ich mal ganz kurz reingucken in die Ufopedia. Weil das weiß ich noch, dass die Stingray eigentlich eine Scheißwaffe war. Gucken wir ganz kurz rein. XCOM Craft and Armament. Interceptor. Genau, Stingray. Stingray hat eine Chance von, mal gucken, ob das stimmt, 70% Chance zu treffen, macht 70 Schaden, 30 Kilometer Reichweite. Die Avalanche ist eigentlich in jedem Belang besser. Braucht lange, hat längere Ladezeiten und kostet, glaube ich, auch mehr. Wie viel macht die Canon? Die Canon ist Müll. So, wir gehen mal kurz in die Basis. Steht denn da, wie viel die Raketen? Ja, die Raketen kosten pro Schuss, glaube ich, auch. Habe ich keine. Okay, Interceptor 1. Ich mach das mal. Interceptor 1 kriegt jetzt die Avalanche-Rakete. Die Kanone bleibt drin, ist nicht beschädigt, 100% Fuel. Das ist tatsächlich auch wichtig, wenn man die Abfangjäger irgendwo hinschickt. Die verbrauchen auch Treibstoff. Der hat mal weiter die Stingray. Das passt. Was hat der Skyranger für Waffen? Okay, der hat, also, der hat Crewmitglieder drin und Equipment. Kann ich eine Rüstung anlegen? Armor. Ich habe keine Rüstung, okay. Dann halt leider nicht. So, Build New Base, haben wir eine neue Basen, ich kann zwischen den verschiedenen Basen später hin und her springen. Oh, habe ich eigentlich nur 4 Millionen. Das hat meine Basis so viel gekostet. Ich weiß auch nicht. Das sind meine Soldaten. Die sind alles natürlich noch Rookies, Anfänger. Ich kann mal kurz gucken. Ah, genau. Gerade der Anfang wird jetzt ein bisschen langsam sein, weil ich wirklich versuche. Ich bin bei solchen Spielen, ich will möglichst effizient oder effektiv spielen. Und deswegen will ich einen guten Start haben. Ich habe jetzt erstmal das ausgerüstet mit der Avalanche. Das passt mir soweit ganz gut. Was gibt es für Base Informations? Also gucken wir mal diese Informationen angucken. Was habe ich jeweils an Einheiten oder an Einrichtungen und was machen die? Ich weiß nicht genau, was der Graf hier heißt. Will ich noch rausfinden. Soldaten. So, ich will mal die Soldaten durchgucken. Soldaten haben eine Anzahl von Werten. Sind meistens recht selbsterklärend. Time Units ist, in dem Spiel hast du nicht nur vorgegebene Aktionspunkte, dass jeder 2 oder 3 oder so Aktionspunkte hat, sondern man hat Time Units. Also man hat einfach eine bestimmte Anzahl von Zeiteinheiten. Man sieht es hier, das ist relativ gleich, immer in dem 50er-Bereich. Und Laufen und Schießen und alle Aktionen im Spiel kosten halt Zeiteinheiten. Dann gibt es Stamina, das ist die Ausdauer. Wie weit kann man laufen? Also wie viel kostet praktisch Laufen an Zeiteinheiten? Manche sind schneller, manche langsamer. Dann gibt es HP. Das sieht ziemlich unterdurchschnittlich aus, glaube ich. Dann gibt es Bravery. Und das ist, wie mutig sie sind, wie schnell verlieren sie die Moral. Dann gibt es Reaktion. Das ist wichtig, wenn sie Reaktionsschüsse machen, wenn sie im passiven Modus sind. Und dann läuft ein Alien in ihre Sichtweite und dann können sie automatisch schießen, das ist der Reaktionsmodus. Dann gibt es natürlich die Feuergenauigkeit, wie genau treffen sie beim Werfen und beim Schießen und im Nahkampf. Und Stärke heißt, wie viel sie tragen können. Die meisten Werte verbessern sich einfach beim Aufleveln, beim Spielen. Die Leute steigen auch auf im Level und werden jeweils besser. Aber Bravery ist einer der Werte, die sich ganz schlecht verbessern. Und 10 ist halt mal völlig für die Tonne. Kann ich dann irgendwie neue Leute anheuern? Purchase, Recruit. Ah, okay. So, ich will mal ein paar Leute anheuern. Die werden dann. So, mal 6 neue Leute. Das dauert dann auch ein bisschen. Dann gibt es natürlich auch wieder Forschung, also mit Wissenschaftlern. Man kann wieder Sachen konstruieren, mit Ingenieuren und.
da gehe ich jetzt auch noch nicht so weit rein, ein Stunrod. Stunrod sind Betäubungsstäbe, da kann ich im Nahkampf jemanden. Das habe ich noch gar nicht, oder was? Was habe ich denn? Smoke Grenades 5. Proximity Grenade. High Explosives. Ich hole mal eine High Explosive. Stunrod hole ich mir mal. Also zwei Betäubungs-Nahkampf-Angreif-Dinger. Bums. Ach, hier steht auch, wie toll die Raketen sind. Eine Stingray-Rakete kostet 9000 und eine Stingray 3000. Avalanche 9000. Kanonen kosten auch. Habe ich einen Tank? Nee. 420.000, auch gar nicht so billig. Gönne ich mir davon am Anfang schon einen? Na, ich kann erst mal mit meinen Leuten rumlaufen. Das passt schon, aber ich fordere halt mal neue an. Und warte mal, bis die da sind. Dann kann ich schon Sachen erforschen. Neues Projekt. Ich erforsche mal. Ich habe 10 Wissenschaftler. So. Und ich habe 40 Arbeitsplätze praktisch im Labor. Dann sollen die jetzt mal hier schön an meinen Laserwaffen forschen. Der Fortschritt noch unbekannt. Na toll. Research, Manufacture. Man kann Sachen auch produzieren, aber ich kann noch nichts produzieren. Kommt später. Okay. Kann Sachen zwischen Basen halt hin und her transferieren. Ich kann Sachen verkaufen. Ich verkaufe gleich meine ganzen Abfangjäger. Gute Idee. Lieber nicht. Und jetzt warte ich erstmal, bis die Leute ankommen. Die müssten jetzt ja irgendwann ankommen. Ich weiß nicht, wo ich mir das anschauen kann, wie da die ETA ist, die erwartete Ankunftszeit. Yogono meint, ich sollte sofort Wissenschaftler einstellen. Wissenschaftler sind schon ziemlich wichtig. Ups, ich will wieder raus. Basen so. Wie viel Platz habe ich noch? 40 hätte ich noch zur Verfügung. Ich stelle mal noch ein paar welche. Ich stelle noch mal welche ein. So, Wissenschaftler. Das ist ganz schön toll. Ich will mal nicht übertreiben. Machen wir 15. Dann gucken wir mal 20. Ah, Living Space. Ich habe nicht genug Living Space. Dann nicht so viel. Vielleicht brauche ich ja noch Soldaten. Ich habe mal neue bestellt. Ich muss mich auch ein bisschen anhören. Muss ich auch mal auch. Dann muss ich tatsächlich jetzt auch mal neue Living Space bauen. Living Quarters. Wie mache ich das denn? Build New Base. Base Information. Kann ich denn hier irgendwas bauen? Manufacture. Build Facilities. Da ist es. Ah, guck. Jetzt könnte ich mir hier solche neue. Ja, neue Quartiere bauen. Alien Containment brauche ich, wenn ich mir so einen Stunrod baue. Also das heißt, dann kann ich mir so ein, damit ich die Aliens untersuchen kann, wenn ich die betäubt habe und mit nach Hause bringen. Vielleicht klappt das ja am Anfang schon, aber am Anfang schwierig. Ach, probieren wir es mal. Alien Containment kostet 400.000, 15 Tagen, hierhin. Dauert 18 Tage, bis fertig ist. Living Quarters, wie teuer, 400.000. Wahrscheinlich verschulde ich mich gleich am Anfang, wahnsinnig. Ah, ich kann es nicht. Ich muss erst noch warten, bis das fertig ist. Das passt schon. So. Sind die jetzt schon angekommen, die neuen Wissenschaftler? Noch nicht. Kriege ich hoffentlich eine Meldung, wenn das soweit ist. Kann ich die Zeit halt auch schneller vergehen lassen. Dann sieht man, es gibt auch einen Tag- und Nachtwechsel. Das ist für die Mission auch gar nicht unerheblich. Oh, das gebe ich gleich an. Erstmal kurz mit dem Tag- und Nachtwechsel. Missionen in der Nacht sind wesentlich schwerer. In XCOM, UFO Enemy Unknown Defense 1994, Originalname und so weiter. Also, das ist relativ schwierig, weil bei Nacht sieht man weniger weit, aber die Aliens haben damit keine Probleme und das kann sehr, sehr gefährlich werden. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man immer versuchen, Absturzstellen und gelandete UFOs und ein bisschen Zeit, vielleicht manchmal auf den Morgen warten. Okay, jetzt ist ein UFO gesichtet worden. Das ist ein sehr kleines UFO in niedriger Höhe, es fliegt nach Westen. Und ich gucke erst mal an, wo das jetzt ist. Da ist es, fliegt nach Westen, also eh zu mir. Das heißt, wenn ich jetzt das abfange und über Land entweder abschieße oder es landet irgendwo, dann kann ich danach engagen. So, jetzt vergeht natürlich, jetzt gerade die Nacht eingebrochen, das ist nicht so toll. Ich wollte irgendwas noch überlegen gerade.
mit der Ausrüstung meiner Leute. Das weiß ich auch nicht, wie das funktioniert. Ganz kurz gucken. Ich muss an die Basis nochmal. Soldiers, wie. Da ist die Rüstung. Ich glaube, die ganzen Waffen und so, die ich habe, sind alle im. Die Waffen sind, glaube ich, alle im Dings, im Sky Ranger. Und dann kann ich die erst am Anfang der Mission, glaube ich, ausstatten, oder? So. Dann kann ich jetzt mal einen Abfangjäger hinschicken, das ist ein sehr kleines, da ich meine teuren Raketen sparen möchte. Ich schicke mir den Abfangjäger 2 hin. Der hat die Stingray-Raketen, die Avalanche. Das passt schon. Schicken wir den mal hin. So. Aber das kann ich hier aussuchen. Ich suche mir halt einfach einen aus. Cancel. Ich suche mir halt also einen aus. Ein Interceptor 2. Und sage, okay, er soll hier auf das UFO 1 gehen. Und dann macht er sich jetzt hier auf den Weg. Ich lasse mir die Zeit langsam verlaufen. Ups. Okay. So, und jetzt sieht man hier, es ging ziemlich schnell. Jetzt greife ich das auf maximale Range an. Habe es einmal getroffen und es stürzt sofort ab. Es ist über Land abgestürzt. Und mein, ja. Mein Interceptor und Abfangjäger fliegt wieder zurück. Und was ich euch gerade erzählt habe, ich würde jetzt am liebsten warten, bis die Nacht vergangen ist. Das sollte eigentlich passen. Ich hätte es vielleicht noch ein bisschen beobachten können. So, ich kann ja schon mal meinen Truppentransporter hinschicken. Aber eigentlich will ich auch noch mal in die Basis kurz schauen, ob die neuen Leute schon angekommen sind. Die sind noch nicht angekommen. Soldiers. Die anderen sind auch noch nicht angekommen. Weil ich habe diesen blöden Soldaten, die ich überhaupt nicht möchte, die sack ich, glaube ich, mal, mit der 10 Bravery. Hans Fischer. Hä, habe ich nicht, habe ich den falschen gerade rausgeschmissen? Just. So, 10. Ah, okay. Weil ich will nicht irgendwelche Leute leveln. Warum habe ich denn so viele, die so scheiße sind mit Bravery? 40, 50, 50, 30, noch okay. Ich habe ja schon neue bestellt. Für den ersten Kampf habe ich die ja nicht. Aber ich will keine mit so einer niedrigen Moral hier anfangen rumzuschießen. Die HP-Werte sind nicht ganz so niedrig. Das passt schon. Okay. Jetzt habe ich 4 Leute nur. Das reicht mir. Yoko Hono ist total entsetzt von meinem Start. So. Jetzt schicke ich mal den Sky Ranger mit 4 Leuten. Probieren wir es mal. Ich weiß, dass die aufsteigen, aber ich will halt nicht die mit der Bravery. Die sind halt also mit so niedriger Moral. Das ist. So, den schicke ich schon mal hier hin einfach zum Wegpunkt und warte die Zeit ab. Das patrouilliert in dem Bereich. So, jetzt ist Tag. Jetzt kann er dann weiterfliegen. Neues Ziel wählen. Crash Site 1. Und jetzt bin ich da mit dem Sky Ranger in der Nähe. Bei der Crash Site 1 kann ich die Mission beginnen. Jawohl. Mit der erste Einsatzbesprechung. Mit meinem Sky Ranger 1 bin ich da. Ich soll vorsichtig sein. Das UFO ist zwar abgestürzt, aber da sind halt wahrscheinlich noch Leute halt oder Aliens unterwegs. Die Mission ist erfolgreich, wenn alle feindlichen Einheiten eliminiert oder neutralisiert sind. Und dann die UFO-Überreste und Artefakte kann ich dann mitnehmen und das bringt mir ein bisschen was. Ich kann auch die Mission abbrechen, wenn es nicht gut läuft. So, jetzt habe ich jetzt hier 1, 2, 3, 4. So, jetzt gucke ich mal ein bisschen, wie ich die ausrüste. Die haben im Moment alle. Kann ich irgendwie rechtsklicken, dass ich mal sehe, was das genau ist? Gibt es keine Tooltips? Kann ich halt andere Sachen in die Hand geben. Sehr schön. Wird mir halt leider nicht. Kein Tooltip. Irgendwas? Anything? Dass ich weiß, was das genau ist. Aber gut, das ist ein Standardgewehr. Das würde ich ganz trotzdem ganz gerne. Ach, hier unten steht es immer. Rifle. Gibt es dann irgendwie. Das vielleicht so ein Bundes. Keine. An diesem. Ja, schade, hier gibt es keine Informationen zu den verschiedenen Sachen. Granate. So, was habe ich noch? Habe ich noch Rauchgranaten? Ich habe doch Rauchgranaten, das ist gerade was mich ein bisschen irritiert und die wollte ich auch. Okay, das ist jetzt ziemlich schlecht.
Ich wollte eigentlich auch Rauchgranaten mitnehmen und ich dachte halt, ich hätte die alle im Sky Ranger und könnte die jetzt ausrüsten. Wahrscheinlich, weil ich die Leute gesackt habe, hatten die auch Sachen dabei. Keine Ahnung. Warum liegt die Pistole auf dem Gewehr? Das ist ja voll unübersichtlich. Ah, das sind normale Gewehre, okay. So, und das ist eine Heavy Cannon. Dann haben wir noch Clips, Grenades. Dann haben wir High Explosive Munition, also Hochexplosivgeschosse und rüstungsdurchschlagende Geschosse. Jetzt habe ich in der rechten Hand das Gewehr, das passt ganz gut. Ja, mir fehlt jetzt die Rauchgranate. Das ist ein bisschen ärgerlich. Das hat einer der wenigen Tipps, die ich auch mir vorher so ein bisschen, als ich über das Spiel gelesen habe, doch mitgenommen habe. Na ja, dann fangen wir einfach an. Ich speichere jetzt mal. Ups. So. Ein Standard. So. Also, hier, so sieht jetzt das Geoscape aus. Das hat verschiedene Höhenstufen. Kann ich mit dem Mausrad so durchschalten. Das ist halt die Ebene 0, also 1, die unterste. Und dann in dem Raumschiff, in dem ich gelandet bin, dem Sky Ranger. Und dann gibt es halt noch höhere Ebenen, auf denen ich dann kämpfen kann. Was ich jetzt ganz gerne machen würde, weil es eigentlich immer sehr gefährlich ist, ist hier eine Rauchgranate rauswerfen, damit, wenn ich aus dem Sky Ranger komme, nicht sofort erschossen werde. Weil die Aliens wahrscheinlich jetzt schon in der Gegend stehen und hier drauf zielen. Was man machen kann, ist die erste Runde überspringen, weil das einen kleinen Vorteil gibt, wenn ich jetzt keine Rauchgranate werfen kann. Das ärgert mich ein bisschen. Man kann hier unten verschiedene Sachen machen. Ich kann halt. Es gibt drei verschiedene Schussarten. Es gibt einen gezielten Schuss, das ist ein einzelner gezielter Schuss. Ein Snapshot ist so aus der Hüfte, so ein schneller Reaktionsschuss. Und dann gibt es Autoshot, das heißt, man macht drei Schüsse. Die haben alle unterschiedliche Time-Unit-Anforderungen. Man sieht hier unten immer noch, wenn ich darauf gehe, genau, wie viel Time-Units habe ich noch, also wie viel kann ich noch Aktionen machen. Dann das Rote sind Lebenspunkte. Gelb ist Energie. Genau, so rumlaufen. Und 100, ist das die Moral? Genau, die Moral ist das dann, die auf der Bravery ja mit basiert. So. Ich überspringe mal die erste Runde. So, und jetzt nämlich genau das. Jetzt habe ich schon einen entdeckt. Ah, das ist nämlich ganz gut. Das Problem ist, ich hatte es einmal getestet und weil ich das auch mit diesen Rauchgranaten eigentlich doch wirklich vorsichtig spielen möchte und das Spiel halt sehr schwer ist. Das ist eine allererste Mission. Also, du spielst die allererste Mission. Du kommst mit dem allerersten Soldaten, machst einen Schritt aus dem Sky Rangers, habe ich bei dem Testspiel gemacht, und wirst sofort erschossen. Verlierst den ersten Helden, indem du das allererste Spiel, allererste Aktion und du stirbst. Das ist halt schon ziemlich mies. Jetzt habe ich das Glück, ich sehe ihn hier hinten. Wenn ich jetzt in sein Gesichtsfeld laufe, kann sein, dass er einen Reaction-Shot hat. Vielleicht kann ich aber einfach von hier hinten auf ihn schießen. Mit der Karen O'Neill. So, ich habe jetzt drei verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich jetzt auf ihn klicke, ich muss erst selber, wie gesagt, die Steuerung erst noch wieder kennenlernen. Gibt es halt drei Möglichkeiten. Ich gucke mir nochmal die verschiedenen Interface-Geschichten an. Also man kann hier die Level ändern, was ich auch mit der Maustaste mache. Dann kann ich ihn hier irgendwo hin, mit dem Mausrad irgendwo hinschicken. Ich kann die Minimap anmachen. Okay, die sieht so aus. Okay. Dann kann ich ihn hinknien lassen. Ich kann ins Inventar schauen. Okay. Ich kann den Bildschirm zentrieren. Ich kann die nächste Einheit auswählen. Ich kann eine Multi-Level-View. Ah, dann kann ich mehrere Level auf einmal sehen. Dann kann ich die Option abbrechen und so weiter. Okay. Ich will jetzt mit dem Gewehr auf das Alien schießen. So. Jetzt habe ich diese drei Schüsse zur Verfügung. Aimed-Shot, also ich kann einen gezielten Schuss machen, ich kann den Snapshot machen und ich kann den Autoshot machen. Oft wird der Autoshot empfohlen, weil es drei Schüsse sind. Ich probiere jetzt mal trotzdem. Man verbraucht auch viel weniger
viel weniger Time Units. Im Prinzip, wenn man es hochrechnet, 3 Schüsse mit 22% und ich verbrauche nicht mal die Hälfte der Time Units, ist der Autoshot oft am besten. Und das probiere ich jetzt mal. Ich schieße mal auf ihn, muss eine Ebene runter. Und das erste Alien ist tot. Nice. Und sie hat jetzt trotzdem noch 38 Time Units. Ich gehe mal erstmal zur nächsten Unit. Das ist hier der Kalle. So, der Kalle geht jetzt einfach mal hier raus. So, was man auch in XCOM einstellen kann, das ist tatsächlich, das ist keine richtige Gameplay-Änderung, aber es ist eine Änderung, die ich ganz interessant finde. Das habe ich hier, kann ich euch mal kurz zeigen, in den Options. Game Options Advanced. Das habe ich nur eingestellt, weil ich das irgendwie ganz sinnvoll finde. Wo ist das? Das ist die eine Sache. Ist das überhaupt hier drin? Nee, das ist, glaube ich, in den normalen Options ist das drin. Oder? Ja, genau, hier. In den normalen Options. Nicht, man hat nicht mal mit den OpenXCom zu tun. Erstmal kann ich so Pfeile einstellen. Arrows heißt das. Dann kann ich genau sehen, wo gehen sie lang. Und Time Units. Das heißt, wenn ich auf den Boden klicke, sehe ich, wie viel Time Units er noch übrig hat. Wenn er dann dahin gelaufen ist. So. Und jetzt kann ich jetzt eigentlich sagen, ich möchte gern noch. Gibt ja gar nicht diesen Overwatch-Modus, oder? Das ist vielleicht für euch nochmal eine Frage, die mir sagen könnt. Wenn ich jetzt möchte, dass er am Ende noch theoretisch Chancen hat, so einen Reaktionsschuss zu machen, muss ich dann praktisch. Wie mache ich denn das? Wie kann ich das denn machen, dass er noch in seiner Phase Reaktionsschüsse machen kann? Oder macht er es automatisch? Weil im neuen XCOM gibt es ja. Diesen Overwatch-Modus gibt es gar nicht mehr, oder? So, ich möchte, dass er für die zwei Sachen sich noch Time Units überlässt. Ah, macht automatisch Reaktionsshot, wenn ich Zeit übrig habe. Wie viel Zeit muss ich denn übrig lassen? Für einen Snapshot oder wie viel muss ich übrig lassen? Ich stelle mich mal hier hinter die Wand da. Ah, und jetzt habe ich. Jetzt könnte ich mich noch hinknien. Oder halt dahin gehen. Schafft er es? Hat er noch genug? Okay, hat er noch für ein Autoshot. 23 hat er noch. Okay. Das heißt, ich komme auch gar nicht mehr hin. Wie viel würde das denn kosten, wenn ich das nicht reserviere? Da sind noch 5 übrig. Dann stehe ich halt wenigstens einigermaßen in Sicherheit. Ich stelle mich mal dahin. Kann ich mich jetzt noch hinknien? Wo geht denn hinknien? Ah, okay. Perfekt. So. Die Karen. Geht jetzt mal hier raus. Okay, und kniet sich hier hin und hat noch genug Zeiteinheiten für einen Autoshot. Dann haben wir hier A, nee, Ra. Der soll auch mal genug für die zwei Aktionen haben. Kniet sich dann auch mal hin. Ja, hoffentlich können wir gleich. So, und die auch. Hier ein bisschen nach rechts vielleicht, dass nicht alle auf einen Haufen stehen. So, hier scheint die Karte zu Ende zu sein. Ich hoffe, dass da nicht aus dem Nichts dann auch irgendwelche Aliens kommen. So, jetzt sind die alle hingekniet. Er ist hier vorne. Ganz kurz, was kostet? Autoshot kostet 17, 12, 40. Okay. Jetzt würde ich sagen, ich beende die Runde mal. Und hoffe, dass kein Alien mich kaputt schießt. Ha! Das war das einzige Alien. Ich mache mir so einen Kopf! Oh Mann! Was mache ich jetzt? Warum sagt der mir denn nicht an der Stelle, dass die Mission vorbei ist und dass das letzte Alien ist? Jetzt. Das wird später besser, wenn ich das Spiel ein bisschen besser im Griff habe. Aber wie geil ist das denn? Wen schicke ich wohin? Jetzt gehe ich nach rechts. Jetzt gehe ich nach links. Wie viele Time Units habe ich noch übrig? Und dann ist die Mission schon vorbei eigentlich. Ich kann mir auch gerade sagen, wenn ich ihn erschieße. Witzbold.
Ah, egal. Also, Yoko Ono hat es im Twitch-Chat schon gesagt. Ja, manchmal sehe ich das halt nicht sofort. Bin ja hier auch ein bisschen beschäftigt. Also, das habe ich bekommen. Das UFO haben wir geborgen. Ein Alien gekillt. Das gibt mir 10 Punkte. Ein Alien Corpse, also eine Alien Leiche, auch 10 Punkte. Drei Alien Artefakte bekommen. Und Alien Alloys. Einmal 26 Punkte Rating. Okay. Ja, hätte ich das besser machen können oder was? Okay. So, jetzt fliegt der zurück. Der Sky Ranger zurück in meine Basis. Ich würde ganz gerne wissen, wann meine Wissenschaftler ankommen. Und die anderen, die ich bestellt habe. Soldaten, sind ein paar auf dem Weg, Scientists. Im Hauptspiel hat man immer so eine Anzeige, also im Hauptspiel, in den Nachfolger, in den neuen Spielen kann man sich anzeigen lassen, okay, die Wissenschaftler kommen in 7 Tagen an oder so. Und ich sehe das nicht. Ist das einfach mal mit diesem Zeitvergehen? Ich habe eh nichts zu tun. Ich hoffe, ich kriege ein Pop-up. Vielleicht kann das einer wie Yoko Ono, die sich auskennen in den alten XCOM-Spielen. Ah, da sind die beiden Stun-Rods angekommen. Genau, ach, das ist eine gute Frage noch, die mir vielleicht beantworten könnt. Ich habe ja. Ich habe ja hier Rauchgranaten, Smoke Grenades, 5 Stück. Habe ich doch, oder? Das ist immer das, wie viele ich davon habe. So, ich habe also, wenn ich es richtig sehe, 5 Rauchgranaten. Aber warum sind die nicht aufgetaucht? Wie kann ich denn die Rauchgranaten, die ich hier habe, ausrüsten? Und die 2 Stun Rods, die ich gekauft habe. Der ist ja schon wieder zurück in der Basis. So. Soldiers. Die kann ich hier auch nicht ausrüsten. Ah, hier, Equipment. Da. Sehr gut, okay. Dann kommen mal 2 Stun Rods da rein. Die Rauchgranaten kommen da auch rein. Normale Granaten, ja. Rifle Clips. Pistols. 8. Heavy Cannon, Auto Cannon. Arbeite ich schon mit solchen Sachen, mit der Auto Cannon? Weiß ich noch gar nicht. Rifle. Pistole braucht man eigentlich nicht. Wenn ich genug Gewehre habe. Rifle Clips. Granaten. So läuft das. Verstehe. Okay. Okay. Jetzt warte ich mal ein bisschen, bis die Wissenschaftler ankommen. Oder die anderen Soldaten. Ah, Items arriving. Gibt es auch ein Pop-up. Sehr schön. Bei Martin Superbad sind jetzt also neue Soldaten gekommen und so 14 Wissenschaftler. Die schicke ich gleich erstmal. Ah, Progress ist gut. Alle Wissenschaftler hier mit rein. Schön mal am Forschen. Excellent. Da habe ich Laserwaffen bald erforscht. Dann guck ich mal den Soldaten an. Oh, guck mal, Karen O'Neill, dadurch, dass sie den einen erschossen hat, ist aufgestiegen. Aber irgendwie nicht, ist das das, was sie verbessert hat? Hat sie Stamina gewonnen und ein bisschen HP? Ich glaube ja, das ist das, was sie gewonnen hat durch den Aufstieg. Kann ich hier irgendwie sonst aufleveln? Ich weiß es nicht. So, ich guck mal die neuen an. Oh, 60 Bravery. 30, 20, 20. Ich glaube, mit 20 Bravery, die schicke ich gleich nach Hause. Das ist wohl der Wert, der am allerschwierigsten zu steigern ist. Und das kann halt sehr gefährlich sein, wenn die halt durchdrehen und die eigenen Leute solche erschießen. Wie ist denn die Feuer genau? 50, 48, 46, nicht so toll. 62 ist gut, 58. Das ist alles im grünen Bereich.
So, Sophie. Tschüss. Zack. Ach, Zack, ja. Und Jungo auch. Wie viel? Also da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Dann bestelle ich gleich nochmal zwei neue Soldaten. So, gleich mal vier. Noch ein paar Soldaten, noch ein paar Scientists. Machen wir so weit, bis er sich bei den Living Quarters beschwert. Okay. 15 Tage baut er noch an dem Containment Center. Vielleicht ist es auch schon zu früh. Das kann auch sein. Transfer, Sell, Sell. Kann ich irgendwas verkaufen? So, aha. Man kann... Oh, ich habe eine Plasmapistole. Die kann ich ja erforschen dann. Kann ich die schon nutzen? Nein. Man kann später auch wie in den XCOM, in den neuen XCOM-Spielen, Alien-Sachen verkaufen. Aber im Moment brauche ich den Sectoid Corpse natürlich zum Erforschen. Dass man Soldaten nicht verkaufen kann, oder was? Ja. Den Rest behalte ich mal so. Cancel. Ja, also ich spiele es am Anfang extrem langsam, weil ich da keine grundlegenden Fehler machen möchte. Ich lasse das zu Ende erforschen, lass mal die Zeit ein bisschen vergehen. Und gucken dann gleich mal. Oh, Laser Weapons. Ich kann Laserpistole erforschen. Warum kann ich denn kein Lasergewehr erforschen? Ich will keine Pistolen, ich will Gewehre. So, was kann ich jetzt alles erforschen? Oh, nice. Muss ich die Laserpistole erforschen, bevor ich das Lasergewehr erforschen kann? Das ist gut möglich. Ich könnte auch schon den Sectoid Corpse, diesen Alien-Leich, untersuchen. Ich kann Plasmapistolen untersuchen, aber ich hätte lieber Plasmagewehre. Medkit kann ich schon, was auch Motion Scanner ist auch ganz nett. Ich glaube, ich erforsche die Laserpistole. Und so, alle Wissenschaftler rein. Los geht's. Weil ich will das Lasergewehr. Lasergewehr ist the shit. Schade, ich meine, ob Medkits nicht sinnvoll wären, ist nicht so schlecht. Aber am Anfang sterben die eh oft doch durch einen Schuss. Also ich will erstmal starke Gewehre haben, und zwar das Lasergewehr. Das wird erforscht, die Leute sind da und da. Dann habe ich jetzt gerade nichts zu tun. Ich will nochmal ganz kurz meine... Sind die alle voll einsatzbereit? Ich will ganz kurz gucken, ob die irgendwelcher Schaden genommen hat. 100%, auch kein Damage. Zweiter hat die Stingray. Okay, passt. Nee, passt. Die Zeit vergeht. Lass mich, glaube ich, ein bisschen schneller verkaufen. Ah, da sind die 9 Soldaten und 4 Wissenschaftler angekommen. Dann werde ich erstmal die 4 Wissenschaftler noch hier mit auf die Laserpistole setzen. Außerdem werde ich mir die Soldaten angucken, die jetzt hinzugekommen sind. 60 Bravery, Reactions, Firing Accuracy, sage ich immer falsch. Bei den HP tut es nicht so viel, 57. Gucken wir jetzt mal der Reihe nach mal durch. Der wirft ziemlich genau. Oh, das ist eine gute... 66 ist eine gute Schussgenauigkeit. Allgemein hat er gute Werte. Der Jalila, oder die Jalila, weiß ich gar nicht. Die Jalila. Die Werte sind alle ziemlich müllig, eigentlich. Es werden auch immer wieder mal welche sterben, deswegen ist das jetzt nicht ganz so. Aber ich will natürlich, wenn Leute aufsteigen, sehr gute Reaktionen. Aber Bravery-Müll und das weg, damit gleich mal aussortieren. Die Genauigkeit ist ganz okay. 10. Gute Genauigkeit, aber 10. Fuck it. Ja, Lila ist gut. 30 ist wenigstens okay. Gute Genauigkeit, 30 auch okay. Das ist noch richtig gut. Theresa hat auch was drauf. Hohe Schussgenauigkeit, die Matilda. Der Rapuaro, auch okay. Da ist ein bisschen niedrig, aber hohe Werte da. Das ist die Karen, die schon aufgestiegen ist. Auch gute Feuergenauigkeit. Und Martina Braun, okay. Nein! Ich wollte nur okay machen.
Wie viel habe ich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder so. Kann nicht so gut zählen. Ich hole mir mal noch einen. 10 habe ich. Ich glaube, ich habe noch Platz für 2. Bestelle ich mir schon mal 2 noch? Sterben bestimmt eh welche. Sollen aber keine sterben. Ich will nicht, dass welche sterben, aber sterben bestimmt welche. Ich bestelle mir einen. Völlig sinnfrei. So, lassen wir die Zeit mal weiterlaufen. Und meine Laserpistole wurde erforscht. Laserpistole. Kann es mal mit der normalen Gewehr vergleichen? Da habe ich mal einen Vergleichswert. Also, Autoschuss. Das ist immer die Genauigkeit. 28, 40, 68. 46 Schaden. Ich vergleiche das mal, wenn ich es mit einer normalen Pistole vergleiche. 60 und 78 macht aber nur ungefähr halb so viel Schaden. 60, 78. Aimed. Snap. Der Snapshot ist nicht so gut, aber Aimed ist fast genauso gut und der Schaden ist doppelt. Ich vergleiche das mal kurz mit dem Gewehr. Aimed 110, Snap 60 und 35. Der Schaden ist über 60 und 110. Ja, die Trefferwerte sind nicht wirklich gut. Jetzt wird das Laser Rifle. Das wird sofort erforscht. 28 Scientists drauf. Vielen Dank. So, und jetzt könnte ich Sachen produzieren. Zum Beispiel kann ich eine Laserpistole produzieren. Was brauche ich dafür? Es kostet mich 8000. Die Sache mit der Produktion ist folgende: Man kann natürlich Sachen produzieren, die man selber braucht. Einfach für den Eigengebrauch. Und das nächste ist, dass man aber Sachen auch verkaufen kann. Und wenn man Ingenieure hat, die gerade nichts zu tun haben, die jetzt hier nur aus dem Fenster gucken und Computer spielen, weil sie nicht vernünftig arbeiten, dann kann man die auch mal gerade was herstellen lassen. Zum Beispiel jetzt in diesem Fall eine Laserpistole. Jetzt sage ich zum Beispiel mal, meine 10 Ingenieure produzieren mal. Weiß ich nicht. 4 Laserpistolen. Das kostet mich pro Laserpistole 8000. Und dann kann ich aber verkaufen. Und dann gucke ich mal, wie viel ich dafür kriege. Wenn man das halt auf. Wenn man dann. Später. Wenn man halt in dem Spiel sehr bewandert ist, dann gibt es halt so gibt's bestimmte Gegenstände, die sich sehr lohnen, die herzustellen und ständig in die Welt zu verkaufen. Ist aber mir jetzt noch nicht unbedingt der Fall. Ich warte einfach mal diese 5 Tage oder was auch immer. Guck, ob ich so lange ein. Ups, was war da eben? Da stand doch eben irgendwas. Oh, Dumitru Kokyakaru ist angekommen. Den gucke ich mir gleich mal an. 10 Bravery. Und tschüss. Sonst müssen aber noch die Laserpistolen fertig sein. Oder waren die schon fertig? Mal ganz kurz gucken. Nicht, dass sie schon fertig sind. Ah, nee, 2 von 4 sind hergestellt. Also, das kann ich eigentlich schon mal gucken. 2 von 4 Laserpistolen sind hergestellt. Ein Tag und 15 Stunden dauert es noch. Jetzt könnte ich mal gucken, wenn ich die verkaufe. Ja, die Laserpistolen. Wo sind sie? 20.000. Also mache ich praktisch pro Stück 12.000 Gewinn. Natürlich kosten mich Ingenieure monatlich Geld. Außerdem kostet mich die Facility, also die Einrichtung kostet Geld. Und kann ich hier Laserpistolen verkaufen. Nicht, dass ich irgendwas anderes mitverkaufe und mache halt damit Geld. Ha, ich bin reich! 20.000 mehr oder so. Und zwar neue Soldaten angekommen, die gucke ich mir auch mal sofort an. Nathan Peters, 50 Bravery. Die Accuracy ist ein bisschen für die Tonne. 70. Also ich habe schon ein paar geile Leute im Team. Ah, die behalte ich jetzt einfach mal. Das passt so. Ah, die Laser Pistole ist complete. Stell ich mal noch ein paar her. Bis ich die halt fertig habe, machen wir mal 2. Das dauert ein bisschen. Ich will halt nicht, dass meine Forschung schon fertig ist und dann könnte ich schon Lasergewehre herstellen. Ist jetzt richtig gemacht. Ich habe keine
Ingenieure zugewiesen, natürlich Quatsch. So, Research, wie sieht's denn aus? Average. Brauchen sie also noch ein bisschen. 5 Tage ist mein Alien-Container fertig. Ach, ich kann hier schon neue Sachen bauen, weil ich ja Platz habe. Ich baue mal. Living Quarters brauche ich mehr. Und mehr kann ich jetzt noch nicht bauen, weil das muss immer an bestehende Systeme angeschlossen sein. Ich hätte es aber schon viel früher bauen können. Wurscht. Lassen wir mal laufen. So, dann gleich noch ein paar. 3. Ich weiß nicht genau, wann mein blödes. Mach mal 4 ruhig. Ich weiß nicht genau, wann meine Forschung fertig ist mit den. Das dauert noch ein bisschen. Oh, eine Landing Site. Ein neuer Missionstyp. Landing Site. Ich habe gerade im Chit-Chat was gelesen. Also, eine neue Missionstyp. Diesmal muss ich kein Alien abschießen, kein UFO, sondern ein kleines UFO ist gelandet. Das hat den Vorteil, dass man da mehr Sachen bergen kann bei dem gelandeten Flugzeug als bei dem abgeschossenen. Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich mal eine kleine Pause, werde in der nächsten Folge mir diese Landing Site angucken, um dann mal zu schauen, wie wir uns da schlagen. Diesmal habe ich ja auch meine Rauchgranaten dabei, wo ich ja ein bisschen Schiss hatte vor. Und hoffentlich können wir da eine Menge bergen und gucken, wie die neuen Rekruten sich schlagen. Einer ist ja schon aufgestiegen. Ja, ich hoffe, diese erste Folge hat euch gefallen. Wie gesagt, gerade ich war ein bisschen sehr ausführlich mit meinen Erklärungen, mit meinen Sachen. Und nicht nur mit meinen Erklärungen für euch. Ich war auch selber recht ausführlich, weil ich das Spiel erstmal wirklich kennenlernen muss. Ich habe mir ein paar Sachen, ein paar Tipps durchgelesen. Die sind jetzt eigentlich alle schon verbraucht mit der Rauchgranate und mit der Basis und ein paar Sachen von den Stats von den Soldaten. Und das war es dann auch schon. Also jetzt spiele ich auch sozusagen blind. Aber ich muss erstmal dieses ganze Interface kennenlernen. Deswegen mal sind die ersten Folgen jetzt etwas langsamer. Aber das ist das Spiel durchaus wert. Und ich mag es ja auch, eine Herausforderung zu haben. Von daher spiele ich auf keinem leichten Schwierigkeitsgrad, sondern spiele auf einem höheren und versuche dann gleich mein Bestes. Ich hoffe, ihr schaut in den nächsten Folgen wieder mit rein. Falls ihr auf GameCube zugeschaltet habt, wo ich die erste Folge auch hochladen werde, schaut auch auf meinen Kanal Martin spielt. Da werden dann die restlichen Folgen dann auch laufen von diesem Let's Play und auch noch andere Let's Plays, die ich schon gemacht habe und auch in Zukunft machen werde, zum Beispiel XCOM 2, worauf ich mich schon sehr freue. Ansonsten schreibt im Twitch-Chat stehen eh schon ein paar Sachen. Ansonsten, wenn ihr jetzt noch ja, Tipps habt unter dem YouTube-Video auch oder Meinungen oder Fragen oder was auch immer, schreibt es gerne darunter. Wir sehen uns dann im nächsten Video.